Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und Gratis-Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Es wird heute mal wieder Zeit für einen neuen Team of the Year-Rekord, Leute. Wir versuchen mal wieder heute die Team of the Year-Challenge. Versuchen, einen neuen Rekord zu schaffen. Viele Team of the Years wie möglich in ein Team zu bekommen. Wir schauen mal, wie es am Ende aussehen wird. Leute, rate mal in den Kommentaren, wie viele wir kriegen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 1, 0. Was weiß ich. Rate in den Kommentaren, Leute. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert, gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wie immer noch, gerne meinen Shop auschecken. Für die Nice Designs, die neuen Nice Designs, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, so wie es hier aussieht. Als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Link ist oben in der Beschreibung. Und ist es diese Designs auch noch als T-Shirt und als Pullover noch vieles mehr. Checkt es aus. Link ist oben in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. 10 Stück sind wie immer limitiert. Haben hinten Smiley und E-Mail-Adresse drauf. So sieht's aus. Voll überbelichtet. Meldet euch bei der E-Mail-Adresse, wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt. Ich schicke euch dann ein Überraschungspaket gratis aus meinem Shop zu. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Südo. Bleibt bis zum Schluss an. Let's go. 3-4-3, come on. Bestes Draft der Welt. Incoming, Digga. Beste Formation der Welt. Best. Kapitän der Welt. Oh, der Schlag. Ach, mein Gott, Alter. Costa oder Reus? Costa gibt es halt nur als 88er-Version. Reus gibt es, glaube ich, nicht besser im Draft. Gibt es natürlich als Player of the Month. Hat, glaube ich, schon zwei Player of the Month-Karten, aber gibt es halt nicht im Draft. Oder Costa, Mann. Na, Reus können wir eh nicht einbauen. Costa kann man wenigstens noch ein bisschen einbauen. Aber Costa gibt es halt besser noch, Alter. Scheiße, Mann. Dann kommen wir dem Costa mitbringen. 86 oder 88 rated. Weiß ich jetzt nicht, ob das so viel bringt. Ich glaube ja nicht. Wir gehen ins rechte Mittelfeld. Rechts Mittelfeld ist wirklich immer broke, ne? Ohne Scheiß. Hätten wir vielleicht doch besser Reus mitgenommen. Jetzt haben wir noch Rashica. Hätten wir hier volles Bundesliga-Team bauen können, ich sag's euch. Ja, wir nehmen mal Rashica mit. Okay, Innenverteidiger, der muss jetzt gut werden. Ach mein Gott, Alter, komm. Och! Was ist das denn schon wieder, Alter? Ey, da scheiße ich mir in die Hose, ich sag's euch. Was hat der für ein gerades Gesicht? WTF. Guck ich mal sein Gesicht an. Seht ihr, wie gerade das ist? Der. Guckt euch mal das Gesicht an. Das ist ganz normal. Das ist auch schon dünn. Die beiden sind normal. Das ist schon dünn. Aber das! Junge, wie dünn ist das Gesicht und wie gerade? Junge, das ist ja mit dem Lineal abgemessen. Alter, sagt ihr, komm, nehmen wir mit, Alter. Geiler Typ. Feier ich jetzt schon. Okay, guck mal, im Vergleich zu Rashica. Junge, Junge, geil. Okay, ZM. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Meine Fresse, was ist das? Ich frage nochmal, was ist das? Ich weiß jetzt immer noch nicht, was das ist. Ey, meine Güte, was ist das? Ach, den Guzman, ey, haben wir ja wenigstens den Link, aber wir nehmen mal Polly mit Highest Rated. Ey, können wir jetzt mal hier... Jawohl, das sieht gut aus. Komm, Team of the Year. Jawohl, Alter, Van Dijk, ey. Let's go, Mann. 95er Van Dijk. Wurde auch mal langsam Zeit, Alter. Sonst hätte ich auf den Tisch geschissen, aber komplett. Van Dijk ist nice. Geht klar, Mann. Der Typ ist auch absolut krank, Mann. Eder Militao, ey. 89 Tempo. Da scheiße ich auch in die Hose, ich sag's euch. Da scheiße ich komplett in die Hose, wenn ich gegen den spielen würde. Okay, Van Dijk nehmen wir mit. Erster Team of the Year ist da. Bringt uns absolut gar nichts für die Chemie. Guckt euch das an. Junge, da passt absolut gar nichts zusammen hier bislang. Na, egal, was soll's. Ich glaube, wir machen den rechten Flügel. Der wird eh immer derselbe. Es könnte Figo werden. Jawohl, ey. Bei einer Ping-Animation in letzter Zeit immer Figo, Alter. Das kann ich euch, das weiß ich jetzt schon auswendig. Ich sag's euch. Aber Figo ist nice. Figo ist sehr geil auf dem rechten Flügel, vor allem in der 3-4-3. Ah, da könnte er gut Chemie bringen, deswegen. Das ist nice, das gefällt mir. Luis Figo, zweite 90er-Plus-Karte. Also nachdem es am Anfang weniger gut angefangen hat, ist es jetzt ganz in Ordnung. Gut ist das nicht, aber es ist in Ordnung. Okay, dann machen wir den Innenverteidiger, Torhüter ZM. Der ZM wird nochmal wichtig. Wenn das nochmal ein Team of the Year wird, das wird jetzt nochmal ein Team of the Year kommen. Ah, scheiße, Mann, das wäre geil gewesen. Ah, müssen wir noch den ZM schwitzen, dass das ein Team of the Year wird. Was machen wir jetzt? Piqué, Sanchez, aber Sanchez 87, Piqué ist auch halt nur 88. Wir könnten sogar Koulibaly mitnehmen, 89. Dann können wir halt eh nicht einbauen hinterher, ne? Ah, shit, Mann. Ey, kacke, Mann, wie machen wir es jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Piqué oder Sanchez? Piqué ist halt higher rated, Sanchez halt nur ein Ratingpunkt weniger, ne? Wir nehmen mal Sanchez mit, komm. Er ist halt nur ein Ratingpunkt weniger, so deswegen, ne? Von daher, ah, Pink, das wird schon mal nicht De Gea Team of the Year. Ah, Mann, hätten wir doch... Ah.
Ah, scheiße, ja. Okay, wir können jetzt Schmeichel mitnehmen, aber können wir auch nicht bringen. 84er, der würde alles zerstören. Jetzt müssen wir Courtois mitnehmen. Hätte ich doch besser Piqué mitgenommen, Alter. Mist, ey. Ah, scheiße, Mann. Ja, wäre eine dumme Entscheidung jetzt im Endeffekt, ne? Ja, ich nehme Courtois mit. Ah, Mann, ey. Warum habe ich nicht Piqué mitgenommen? Das wäre so perfekt. Was heißt perfekt? Der hätte sogar unseren Spanier, unseren Langkopf hier gelingt, Alter. Das gibt's doch nicht. Okay, ZM, komm, der wird jetzt wichtig. Ah, es wird kein Team of the Year. Das sieht man schon. Bei der blauen Animation wird es eigentlich nie ein Team of the Year. Shit, Mann. Herrera. Ah, Herrera. Es ist okay, Mann. Defoe haben wir auch noch, aber wir nehmen Herrera mit. Boah, ey, chemietechnisch, ne, Mann. Wir können das mal so machen. Dann haben wir wenigstens da den Link. Weil chemietechnisch, ich sag mal so, Minus. Ich sage einfach nur mal Minus, Alter. Absolut Minus. Okay, linker Flügel oder Stürmer zuerst? Das ist die große Frage. Ich glaube, linken Flügel zuerst, dann den Stürmer. Boah, Pink schon wieder. Ah, scheiße, Mann. Pink ist auch absolut unnötig auf dem linken Flügel, weil Neymar, Hazard und so weiter, kriegst du auch bei einer nicht-pinken Animation. Ohne Scheiß, absolut unnötig eigentlich sowas. Das war eigentlich dumm, fällt mir jetzt mal. Warum habe ich nicht erst den Stürmer gemacht? Ach, kacke, Mann, Alter. Neymar oder Hazard ist die Frage. Wir nehmen Hazard mit. Neymar würde zwar Costa liegen, aber... Ah, wer hätte jetzt den Stürmer machen sollen? Ja, och, mein Gott, Alter. Digga, ich scheiß die Wand an. Warum habe ich nicht erst den Stürmer gemacht? Ah, okay, weiß ich nicht, ob es dann auch besser gewesen wäre oder nicht, aber Kalitos. Naja, okay, läuft auf jeden Fall. Junge, was ist das? 68 Chemie, aber egal. Die Bank wird jetzt heftig, weil das ist immer so, Leute. Wenn die Startelf nicht so die allerkrasseste ist, dann wird die Bank heftig. Ich kann es euch sagen. Let's go. Come on. Mbappé, natürlich nicht als Team of the Year. Danke dafür. Ja, können wir jetzt auch nicht mitnehmen. Ich will die noch. Ich will als Team of the Year haben, aber ey, können wir jetzt nicht mitnehmen. Das ist eigentlich scheißegal, bringen uns alle nichts. Also von daher, obwohl Pereira vielleicht immer. Pereira erstmal mit. Aber bringen uns erstmal gar nichts, weil wir keinen passenden Torhüter haben. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Blaue Animation, come on, Sané. Ah ja, obwohl. Ah doch, warte mal. Ja, Sané ist gut. Er bringt uns mehr oder weniger wieder auf eine gerade Bahn hier in dem Team. Wir nehmen Leroy mit. Zack, der kommt nämlich hier rüber. Dann, ja, okay. Das bringt jetzt erstmal nicht so viel. Wir müssen halt diesen Podi austauschen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Premier League Innenverteidiger, Premier League rechten Flügel, Premier League Stürmer, Premier League Torwart. Wir haben noch eine Mission. Wir brauchen noch einiges. Das kann ich euch sagen. Aber wir schauen. Messi. Ah, Mann, wenn ich Piqué mitgenommen hätte, ne? Wenn ich einfach Piqué mitgenommen hätte. Aber wir können ja Messi nicht mal ins Team of the Year kriegen, ist das Problem. Aber die Frage ist, ob man Messi überhaupt als Team of the Year nochmal bekommt, das ist ja die große Frage. Wisst ihr? So, da könnte man natürlich jetzt Messi mitnehmen auf der rechten Seite. Sanchez bringt uns auch nicht viel. Ah, Mann, aber dann können wir Messi nicht mal als Team of the Year bekommen. Können wir eigentlich auch nicht machen, ist die Scheiße. Ah, Mann, Alter, wir nehmen Sanchez mit. Geht ja nicht. Was bringt uns das? Wir stellen erstmal hier rein, aber wir können ja nicht Messi mitnehmen. Dann können wir, ich will ja Messi hier als Team of the Year bekommen. Bringt uns ja auch nicht sonst. Okay, zwei Spieler noch, komm, zwei Reservespieler noch, das sieht gut aus, come on. Cavani, Lafont, Cavani ist am Start, bringt er uns was, der hätte uns was gebracht, wenn ich Neymar mitgenommen hätte. Warum habe ich treffe heute eine Entscheidung nach der falschen, ey. Nee, ich treffe heute eine falsche Entscheidung nach der anderen, nicht eine Entscheidung nach der falschen. So rum war es richtig. Okay, Lafont ist am Start, erste Future-Star-Karte, könnte uns vielleicht hinterher retten, weil der Franzose ist. Cavani wird eh nicht eingebaut werden, deswegen nehmen wir mal Lafont erstmal mit. Ja, brauchen wir natürlich einen Franzosen aus der Premier League. Aber die Chance auf Sakho, Koscielny, da gibt es echt viele, ist jetzt nicht gering, ja. Und Cavani hätten wir wahrscheinlich eh nicht einbauen können. Von daher war das, glaube ich, okay. Salah war jetzt nice. Okay, Salah war richtig wichtig. Den nehmen wir direkt mit. Zack. Bam. Dann sind wir auf zwei Chemie nur. Aber da war so. Zack. Okay, nice. Ah, okay, ist okay. Wir brauchen jetzt noch einen, ja, Stürmer brauchen wir halt noch, ne. Shit. Obwohl, der Stürmer geht sogar mit 7 Chemie. Wir müssen halt schauen, dass wir noch einen ZM aus der Premier League kriegen. Sonst wird es schwer, sag ich mal so. Aber das kriegen wir noch hin. Komm, das kriegen wir noch irgendwie hin. Let's go. Der wird wieder gut, das sehe ich. Das sehe ich. Das sehe ich, Bruder. Das ist Henderson. Wenigstens ist okay, Mann. Aber gut ist was anderes, ey. Und ich sage, ich sehe, dass er ein guter wird. Aber Henderson, 3 Chemie nur. Ah, so machen wir das. Okay, dann sind wir 87. Ja, wir pushen uns langsam, aber sicher. Aber bringt uns halt alles nichts, weil mit unserem Torhüter ist das einzige Problem bislang immer noch. Scheiße, Mann, ich hätte Piqué mitnehmen sollen, glaube ich. Aber naja, kann man jetzt leider nichts dran ändern. Willian bringt uns auch nicht viel. Scheiße, wir brauchen noch einen Stürmer, ne? Wir kriegen keinen Stürmer mehr, ist das Problem. Oh, Mann. Scheiße, Digga. Ah, wir nehmen mal Willian mit. Wir kriegen keinen Stürmer mehr, ist das Ding. Was, wenn wir den da reinstellen, bringt auch nichts.
Ach, nee, ey. Ja, wir kriegen keinen Stürmer mehr. Das ist das einzige Ding. Jetzt haben wir natürlich keinen Stürmer. Sogar hier wird Hazard im Tor würde sogar mehr bringen. Ich glaube es nicht. Sogar das würde mehr bringen. Okay, let's go. Come on. Mbappé. Natürlich nicht als Team of the Year. Ey, irgendwann raste ich aus. Warum kriegen wir die ganzen Spieler immer als... Warum nicht als Team of the Year, Mann? Das gibt's doch nicht. Milner bringt uns ja was. Ein Chemiepunkt. Ja, wohl doch, wenn wir den für Herrera, dann würde er einen Chemiepunkt bringen. Aber so verzweifelt will ich jetzt auch nicht sein, dass wir hier auf einen Chemiepunkt sweaten. Deswegen nehmen wir Mbappé mit. Kriegen wir jetzt eh nicht mehr. Wir können ihn jetzt eh nicht mehr als Team of the Year bekommen. Weil jetzt kommen eh nur noch defensivere Spieler. Also von daher können wir den nicht mehr als Team of the Year kriegen. Können wir den also von daher jetzt auch mitnehmen. Absolute Scheiße schon wieder, Mann. Ja, Mann, er ist doch nervig. Warte mal. Der könnte ein bisschen was bringen, so, ne, Bernhard? Der bringt, glaube ich, sogar Willian. Ja, 4 Chemie, Alter. Das war gut. Weil der Willian auch voller bringt. Okay, nice. Jetzt hier noch, dann wäre... Ja, ey, wenn wir jetzt noch einen Premier League Keeper kriegen, dann haben wir es. Dann sind wir auf 97. Ne, dann kommen wir, glaube ich, auf 100. Wir brauchen nur einen Premier League Keeper. Das ist das Wichtige. Premier League Keeper. Das ist das Allerwichtige. Ah, warte mal, Nacho. Ja. Man könnte auf Nummer sicher Nacho mitnehmen. Dann macht man das hier so, so. So. Courtois wieder rein. Ah, ja, scheiß die Wand an, Alter. Ja, ja. Das hat auch wieder gar nichts gemacht. Danke dafür. Können wir wieder so machen, wie es vorher war. Läuft ja, weil unser Stürmer dann keine Chemie hat, ist das Ding. Machen wir jetzt erstmal so, dann sweaten wir jetzt auf den letzten, auf den Torwart. Wir müssen mal auf den Torwart sweaten, ich sag's euch. Was ist das hier schon wieder, Mann? Danke dafür. Digga, wir wollen hier einen neuen Team of the Year Rekord aufstellen. Wir haben einen. Wir haben einen, Mann. Digga, das gibt's doch nicht. Guayata, der war noch wichtig, Alter. Let's go, Mann. Der bringt uns auf 100 Chemie. Boah, das war jetzt wichtig, oder? Ihr habt 9 Chemie, genau 9 Chemie, Alter. Dadurch sind wir auf 100. Nice. Okay, neuer Team of the Year Rekord wurde es leider nicht. Schade. Schade, schade. Aber das Bittere ist halt wieder, wir hatten halt wieder, das ist halt echt wieder nervig, ne? Wir hatten wieder so viele, wir hatten wieder Mbappé, Messi und so weiter, alle wieder als, gibt es als Team of the Year? Kriegen wir natürlich nicht als Team of the Year. Danke dafür, Mann. Das war's auf jeden Fall von diesem Draft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wie immer, falls du nicht abonniert. Und wir hatten die Legende hier, ne? Der zählt auch als Team of the Year. Inaki Astis. Lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir mal gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Wie immer gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Checkt mir mal gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die Nice Designs, die neuen Nice Designs. Schwarz auf schwarz, weiß auf weiß. Hier, so sieht's aus, als T-Shirt, als Pullover. Link ist oben in der Beschreibung. Und das hier natürlich auch als T-Shirt, als Pullover und noch vieles mehr abchecken. Link ist oben in der Beschreibung verlinkt. Gratis, Autogrammkarte gibt es wie immer von mir unterschrieben dazu. 10 Stück wie immer limitiert. Haben hier hinten so ein Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Meldet euch bei der E-Mail, wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt. Ich schicke euch dann noch ein gratis Überraschungspaket aus meinem Shop zu, also gerne abchecken. Wir sehen uns heute Abend, morgen nochmal wieder und ciao. Jetzt war eins. Heute bauen wir ein...